Hallo und willkommen zu meinem neuen Projekt, Rise of the Tomb Raider. Ich mache die Musik, glaube ich, noch ein bisschen leiser. Weil hier hatte ich sie nicht gehört gehabt. So. Zurück. Und dann würde ich schauen, also ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber ich würde einfach mal sagen, wir schauen es uns an. Ich bin gespannt, ob es so gut ist wie der letzte Teil. Ich weiß es nicht. Wow, wir haben richtig viele Schwierigkeitsgrade. Mal gucken. Abenteurer. Konzentriert sich auf Laras Abenteuer. Kämpfe sind leichter. Im Kampf ist Zielhilfe aktiviert. Feinde haben weniger Gesundheit und Schaden. Tomb Raider. Ausbalancierter Schwierigkeitsgrad. Im Kampf ist Zielhilfe deaktiviert. Feinde haben normale Gesundheit und Schadenswerte. Erfahrene Räuber. Herausfordernde Kämpfe. Im Kampf ist Zielhilfe deaktiviert. Gesundheitsregeneration ist nur außerhalb des Kampfes verfügbar. Feinde haben mehr Gesundheit und Schaden. Feinde haben geschärfte Sinne. Nein. Überlebender. Stellen Sie Ihre Überlebensfähigkeit auf die Probe. Im Kampf ist Zielhilfe deaktiviert. Gesundheitsregeneration ist deaktiviert. Feinde haben mehr Gesundheit und Schaden. Feinde haben geschärfte Sinne. Es gibt mehr schwere Feinde. Es gibt weniger Ressourcen und Upgrades sind teurer. Ganz sicher nicht. Extrem Überlebender. Die ultimative Herausforderung. Im Kampf ist Zielhilfe deaktiviert. Gesundheitsregeneration ist deaktiviert. Feinde haben mehr Leben und Schaden. Feinde haben geschärfte Sinne. Es gibt mehr schwere Feinde. Es gibt weniger Ressourcen und Upgrades sind teurer. Das Spiel speichert nur an Lagerplätzen. Ich spiele Tomb Raider. Das macht mir doch Angst, Leute. Ich hab doch eine Macke. Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen? Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen, sie hören auf. Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hier bleiben, bei ihnen. Keine Chance. Da. Warte, bis du das siehst, Lara. Nimm meine Hand. Danke. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Der Weg führt den Berg rauf. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay, lass uns vorsichtig sein. Dieser Wind ist Wahnsinn. Wir müssen einfach weiter. Okay. Ja, wir sind anscheinend... Was stand da auf der Karte? Sibirien? Herzlichen Glückwunsch. Hey, selbst wenn wir hier nichts finden, denn Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ich würde da ja nicht rumrennen wollen. Wow! Scheiße! Alles okay? Hab den Halt verloren. Geht schon. Wenn du den Halt verloren hättest, wärst du tot, Puppe. Aber gut. Passt schon. Nein,
Bist du in Ordnung? Jonah! Ich bin hier! Ich klettere runter und hol dich! Nein! Das ist zu gefährlich! Ich klettere wieder rauf! Bist du sicher? Bleib einfach da! Ja, das kennen wir ja schon. Ach so, naja, wir können doch einfach hier lang. Toll, dafür haben wir immerhin 50 EP. Müssen wir wohl durch. Ich glaube, es ist immer noch ein bisschen laut, aber ich werde es gleich ändern. Ich werde gleich mal gucken. Nicht schlecht. Hier können wir bleiben, falls das Wetter umschlägt. Glaubst du echt, wir finden die verlorene Stadt? Ich weiß, wie die Chancen stehen. Aber laut dem alten Fährtenleser gibt's Ruinen in diesen Bergen. Wenn ich eine verlorene Stadt verstecken wollte, würde ich mir auch so einen gottverlassenen Ort aussuchen. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvorgekommen. Wer ist denn Trinity? Der Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Okay. Also schön ist es ja, aber das ist man ja von Tomb Raider gewöhnt. Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Scheint recht stabil zu sein, aber bleib nah an der Wand. Okay. Von hier müssen wir klettern. Pass auf das Eis auf, das runterfällt. Okay. Bereit? Legen wir los. Und hoppa. Kommst du nicht mit? Wow, hier ist jede Menge lockeres Eis. Gehen wir es langsam und ruhig an. Bleib an mir dran. Achtung! Oh, Scheiße! Das war knapp! Und hab... Und er ist genauso schnell wie wir, ja? Schaffst du's rüber? Ich schaffe das! Na klar schaffst du das! Ach du Scheiße! Ich glaub nicht, dass ich so weit schaffe! Bleib da! Ich mach für dich ein Seil oben fest! Okay, ich geb dir etwas Seil! Solltest du auch! Fast geschafft, Laura! Du packst es! Da willst du jetzt raufhüpfen? Na klar! Na klar! Wir haben sie gefunden. Jonah! Wir haben es geschafft! Ich sehe die Ruinen! Oh Gott! Lara!
dich! Ich hab dich! Lara! Kannst du mich hören? Ja. Ich zieh dich wieder rauf! Oh, fuck! Da! Da drüben! Schnell! Schwing mich zur anderen Seite! Okay, los geht's! Und, Komm schon, Lara! Na mach schon! Und noch einmal. Und hepp! Toll! Toll, das ist auch noch auf Zeit! Ach Mann, oh! Ich will mich zur anderen Seite! Okay, los geht's! Okay. So, und jetzt nochmal. Ich kann dich nicht halten. Das Seil rutscht. Einmal noch. Und. Mach! Ups. Fängt ja schon gut an. Okay, los geht's. Na, komm schon! So, jetzt. Nein. Und jetzt versuchen wir es mit... Lara, ich kann dich nicht halten! Das Seil rutscht! Wenigstens dreimal dahin schwingen, eh was probieren. Eins. Noch einmal, komm. Und hin! Los! Ja! Bin dabei, Junge. Bin dabei. Schneller, verdammt! Geh zurück, Jonah! Such dir Schatz! Das ist eine gute Idee. Das machen wir am besten auch. Gut, dass der Felsen da ganz zufällig hingefallen ist. Oh! Na, herzliches Beileid. Oh oh! Zu spät. Das kann ich doch nicht riechen! Okay, ich finde es deutlich schwerer als den Teil davor. So, Beeilung. Hüpf! Da muss ich mich... Okay. Entschuldigung, ich dachte, sie klettert noch so ein Stückchen rüber, deswegen...